Hallo und willkommen zu meiner Präsentation über das Barometer. Das ist das erste Tutorial-Video auf Deutsch. Ich habe ja gesagt, dass zu jedem Deutschen das Englische folgt, beziehungsweise werde ich jetzt so machen, dass zu jedem Englischen auch ein Deutsches folgt. Zu den älteren englischen Tutorials kommt auch noch ein Deutsches, da brauche ich aber noch ganz wenig Zeit. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Barometer. Als Barometer gibt es QNH, QNE, QFE und QFF. Das QNH misst die Höhe zwischen dem Flugzeug und dem Meeresspiegel. Das QNE misst die Höhe mit Barometer auf 1013,25 Hektopascal. Und das QFE misst die wirkliche Höhe. Das QFF ist nicht wichtig, da es nicht mit Flugzeugen benutzt wird und generell für die Luftfahrt nicht entscheidend wichtig ist. Hier habe ich noch ein Beispielbild mit QNE, QNH und QFE. Der QNE kannst du hier sehen, dass es auf 1013,2 Hektopascal eingestellt ist. Beim QNH kann man sehen, dass es die Höhe zwischen dem Flugzeug und dem Meeresspiegel betrifft. Und das QFE misst hier die Höhe zwischen dem Flugzeug und dem wirklichen Boden, dem Runway, was auch immer. Hier zeige ich noch ein paar Informationen über das QNE, QNH und das QFE. Das QNE und QNH und QFE wird meistens vor, beim Anflug vom Radarlotsen gegeben. Falls das nicht der Fall ist, wird das QNH immer aus der Meta vom Airport gelesen. Wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr die Meta lest, könnt ihr ein früheres Tutorial von mir anschauen, wo ich gezeigt habe, wie man die Meta liest. Ja, das ist bisher doch auf Englisch, aber es kommt auch demnächst noch ein Deutsches, wahrscheinlich morgen oder heute, je nachdem, ob ich es schaffe. So, weiter. Dann noch, wo ihr das QNH einstellt. Das Bild hier ist ein Beispielbild von einem A320. Rechts daneben ist eigentlich, wenn man das Bild weiter sieht, ist eigentlich hier das Panel vom Autopiloten. Das heißt, direkt daneben kann man vom Flight Display alles einstellen, die Distanz und den Modus und so weiter. Und daneben habt ihr die Barometer-Einstellungen. Hier ist es gerade auf Hektopascal. Ihr könnt aber auch noch INHG nehmen, das ist ein amerikanisches eine amerikanische Barometereinstellung, die aber in der Luftfahrt eigentlich nie benutzt wird. Zumindest hatte ich noch nicht die Situation, dass ich das amerikanische System benutzen musste. In der Meta wird auch immer Hektopascal angegeben und ja, hier könnt ihr das Ganze eben einstellen. Das war meine Präsentation über das QNE, QFE und QNH. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte den Leuten, die das noch nicht wussten, das gut erklären und ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Ansonsten könnt ihr auch einen Kommentar schreiben, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt oder wenn ich auf irgendein Barometersystem noch genauer eingehen soll. Tschüss.